Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 17. Juni 2020. Und ich glaube, der Dienstag dürfte den einen oder anderen doch etwas getroffen haben. Also es ist jedenfalls so vom Chartverlauf, auch wenn ich gar nicht viel mitbekommen habe vom Tag, so auch von den Leuten, weil sich gar nicht so viele bei mir per Mail gemeldet haben heute. Das sind eigentlich typische Tage, wo viele wirklich so richtig die Schnauze dann auch voll haben halt, ne? Wo viele dann das auch hinwerfen und sagen, oh, es kotzt mich hier alles an, ich habe keinen Bock mehr, weil einfach punktuelle Bewegung kam von Punkten, wo man es nicht erwartet hat oder eben vielleicht sogar kurz vor Bereichen, wo man es eben erwartet hat, man dann wieder bei einer langen Bewegung nicht dabei war, auf die man die ganze Zeit gewartet hat, dann vielleicht hinten raus irgendwo eingestiegen ist und dann rennt der Markt wieder zurück. Und das ist halt heute vom Verlauf, das ist ein Schwächeanfall, es sind mehrere Schwächeanfälle im DAX gewesen, die immer wieder rausgekauft wurden halt, ne? Und deswegen, ja, auch der Rettungswagen, den hat es halt schon deutlicher nach unten gerissen. Also auch wenn wir jetzt mal so gucken, nee, warten Sie mal, der Handel ist noch nicht ganz geschlossen. Wir machen ein, was zunächst noch davor. Denn da haben mal ganz viele nachgefragt, Martin, Verfall ist doch bald, warum gucken wir nicht auf die Option? Martin, hier, tolle Verfallsdiagramm, hast du nicht gesehen, andere Analysten sagen und so weiter und so fort. Ja, das hat schon einen Grund, warum ich da nicht so drauf gehe. Ich mache das überhaupt nicht mehr gerne, weil das ist, ich bewege damit bei Ihnen eigentlich genau das Falsche, von dem ich glaube, dass es Ihnen hilft. In dem Moment, wo wir jetzt hier gucken und ihr sagen, hier muss irgendein Verfallsniveau zum Verfallstag erreicht werden oder wäre sinnvoll, halt viele wirklich den Kopf ausmachen, die Augen zumachen und dann nur noch die Erwartung handeln, dass tatsächlich diese Marke dort erreicht wird zum Verfall. Und das klappt halt einfach so oft nicht und immer wieder. Und ich sehe dann immer die Leute total verzweifelt, wenn sie sagen, oh Martin, warum? Es war doch eigentlich, es lag doch auf der Hand, dass der zum Verfall bei 13.800 abrechnet. Warum ist er denn jetzt bei 8.900? Ne? So, das ist, also das war jetzt nicht, das war jetzt einfach so dahergesagt, aber es ist halt einfach wirklich oft, dass es total egal ist halt, ne? Dass der Markt dann sich nicht danach richtet. Man sieht es ab und an, dass er die Niveaus anspielt, aber wenn man mal jetzt rein charttechnisch einhergeht und in den Chart guckt, dann sind auch die Punkte, wo die großen Optionen liegen, immer charttechnisch relevante Punkte. Und da kommt, ist man eigentlich auch gut bedient, wenn man einfach dort guckt und dann eben nicht davon ausgeht, dass ein bestimmter Kurs irgendwann erreicht werden muss zum Verfall, sondern einfach versucht, im Markt mitzuschwimmen, mit der Bewegung mitzugehen und eben nicht mit seiner eigenen Meinung. Deswegen bin ich da immer nicht mehr so der Freund, aber es haben so viele gefragt, deswegen dachte ich mir, komm, ich zeige euch wenigstens mal kurz, wie ihr es richtig macht, wenn er es denn schon macht. Viele gucken sich dann irgendwo auf Insta, Facebook oder sonst wo gepostete Diagramme an, die manchmal auch schon Tage alt sind. Wichtig ist, was wir uns hier angucken, sind die Optionen, die DAX-Optionen von der Eurex. Das heißt, die gehen bei Google oder dem Suchanbieter ihres Vertrauens einfach rein, suchen Eurex DAX-Optionen. Das ist gleich der erste Treffer. Ist es gleich der erste Treffer in der Regel? Jetzt dachte ich kurz, ich habe mir mein Mikro stumm geschlagen, aber so war es nicht. Gehen auf die Seite und dann haben sie einmal die Calls und einmal die Puts. Ja, also das eine sind die Optionen, die an steigenden Kursen profitieren, das andere sind die auf fallenden. Sie können dann hier auswählen, um welchen Verfall es geht. Dabei sind immer besonders wichtig die Juni-, September-, Dezember- und Märzkontrakte, weil das die großen Verfallstermine ist. Da verfallen auch die Futures, ne? Also der DAX-Future, den können Sie zum Beispiel nicht, Sie können keinen DAX-Future im Juli kaufen, zählt nicht. Da haben Sie immer bloß die 3 Monate. Und deswegen verfallen an diesen großen Hexensabatten, diesen großen Verfallstagen, verfallen einfach mehr Produkte als an den kleinen. Deswegen macht es immer, hat es mehr Bedeutung, hier zu gucken. Sie sehen es auch an den Umsätzen. Es sind ganz andere Positionsgrößen drin, als wenn Sie an die kleinen gehen. Also, das ist erstmal das eine. Hier sehen Sie dann Ausübungspreis, aktuelle Kursniveaus, also für was Sie die Optionen aktuell kriegen. Es ist jetzt grundsätzlich noch so, wer das gar nicht kennt, eine Option, wenn die aus dem Geld verfällt. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine 19.000 kaufen, ne, können Sie sich sagen, Mensch, die ist ja günstig, jetzt steigt der DAX vielleicht noch von 13 auf 14.000 und dann freuen Sie sich, wundern sich aber, dass Ihre Option sich hier nicht bewegt, weil Sie halt zum Verfall definitiv
aus dem Geld verfallen wird. Das heißt, das Kursniveau wird nicht darüber liegen. In den Chaos-Positionen muss es darüber liegen, damit die Option im Geld verfällt. Ne? Also der DAX müsste über, wenn Sie jetzt 18.500 kaufen, müsste über 18.500, damit Sie überhaupt Geld zurückkriegen und die Option nicht wertlos verfällt. Das ist im Geld und aus dem Geld. So. Und wenn wir uns die jetzt hier angucken, ist es dann eben wichtig, zu sagen, oder die Grundthese, warum wir uns das angucken, ist die, dass man sagt, man geht davon aus, dass die Stillhalter versuchen, so viele wie möglich von diesen Optionen aus dem Geld verfallen zu lassen, also unterhalb dieser Niveaus, damit die Marktteilnehmer eben dieses Geld dann nicht ausgezahlt bekommen müssen. So. Da auch teilweise auch gute Umsätze mit drin sind. Sieht man auch hier in den Kontrakten. Hier gibt es zum Beispiel 658 Typen oder Positionen, die sich eben gesagt haben, okay, ich kaufe halt einfach mal den Müll zu hier 0,1 mit Call 19.000. Das heißt, das verfällt erstmal alles wertlos. Das verfällt alles wertlos hier, das ist schon mal unrelevant. Deswegen gehen wir hier bei den Calls eher den anderen Weg. Wir gehen ganz nach unten und dann gehen wir hier von unten nach oben auf die größten Positionen. Nochmal zum Verständnis, eine Position hier unten mit 1.100 zu 4.000, die verfällt auf jeden Fall im Geld. Das heißt, derjenige, der die gekauft hat, der Markt ist ja darüber. Ja, im Call, in der Call-Position ist wichtig, dass der Markt darüber ist. Der ist im Geld, also kriegt er das Geld. So, und dann gucken wir hier einfach mal durch die Spalte. Wer das jetzt nicht gesehen hat, das ist dieses Open Interest, deswegen heißt die Auswertung auch Open Interest Verfallstaxdiagramm. Gucken wir hier einfach auf die noch offenen Kontrakte, nicht auf die gehandelten, das sind die daneben, sondern auf die offenen. Und machen Sie das auch selber, gucken Sie da rein. Sie haben keine Ahnung, Sie wissen nicht, von wann die Screenshots sind, die Sie geschickt kriegen, von wann die Postings sind, von den anderen, die das gezogen haben. Wenn Sie hier reingucken, sehen Sie die originalen Zahlen. Und da sehen Sie schon alleine heute, was hier gekauft und verkauft wird. Da geht nämlich auch gut mal was hin und her. Ne? Da wird gut was gekauft und verkauft. Das kann schon am nächsten Tag ganz anders aussehen, wie es vorher ausgesehen hat. Deswegen hier einfach reingucken. So, also wir gehen von unten nach oben durch, gucken hier, wo hier große Positionen drin sind. An den großen Verfallstagen sollte man sich schon an Positionen orientieren, die oberhalb von 10.000 sind. Also über 10.000 Kontrakte. Ne? Das ist hier alles Kleinstaub, das ist egal, dass das juckt. Das juckt erstmal nicht wirklich jemanden. Dann haben wir hier schon eine erste Position mit 10.000. Hier oben haben wir eine mit 12.000. Nochmal 10.000. Und hier, schauen Sie mal, 19.000, 10.000. Das sind jetzt wirklich interessante Niveaus, wo man sagt, da kann man davon ausgehen, dass der Markt versuchen wird, oder die Stillhalter versuchen würden, den Markt darunter abrechnen zu lassen. Einfach, weil das die großen Positionen sind. Ich gehe sicherheitshalber einfach nochmal durch, ob wir hier wirklich die größten haben. Hier ist nochmal eine Call-Position mit 18.000. Na, auch interessant, aber ich denke, das hier sieht man relative Verdichtung halt. Ne? Hier sind viele 8.000, 8.000, 5.000, 10.000, 19.000. Die würden alle im Gewinn abrechnen, wenn der DAX darüber ist. Geht der DAX darunter, zum Beispiel hier, wo diese 914 sind, dann würde alles nicht im Geld verfallen, was hier darüber ist. Und alles das wertlos verfallen, also alles das wertlos verfallen, was hier darüber ist. Und nur das im Geld rausgehen, was hier ist. Deswegen wäre das jetzt so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, dann geht man mal vor und guckt mal, was ist es für ein Kursniveau. Und würde dann eben sagen, man könnte davon ausgehen, dass der Markt knapp darunter stießt. Nur auf der Call-Position, also auf den Optionen, die an steigenden Gewinnen partizipieren. So. Und da haben wir jetzt wirklich hier einfach aus der Verfallstagsauswertung heraus, könnten wir jetzt uns hinstellen und könnten sagen, okay, der muss Freitag 13 Uhr unter 12.000 abrechnen. So. Ja, und das ist genau der Punkt, wo ich sage, muss er halt nicht. Ja, nach Verfallstagsauswertung würde das Sinn machen. Ja, kann ich auch sagen, der RSI ist gerade hoch, deswegen muss der DAX jetzt runter. Muss er auch nicht. Na? Also das wirklich mit Vorsicht, aber so würde man jetzt rangehen. Ne? Man würde sagen, unter 12.000 würde das hier Sinn machen. So. Dann ist es aber nur die halbe Miete, denn es sind nur die einen Sachen. Es gibt ja noch die Put-Option, die meist sogar noch höher sind als die Call-Option. Bei den Puts hat man ungefähr 475.000. Ich weiß nicht, ob Sie es darauf geachtet haben, hier dürften es jetzt noch mehr sein. Und hier sind es 568.000. Also wesentlich mehr Short-Interesse im Markt als egal, das ist immer so, weil natürlich viele über die Optionen auch ihre Bestandsaktien oder Positionen, ETFs mit absichern. Ne? Das heißt, das ist kein Zeichen, dass die Leute negativer sind, das ist immer so. Ja? Deswegen da auch nicht Kürre machen. So, bei den Puts ist es natürlich so: einen Put, damit der im Geld verfällt, muss der Markt was sein? Muss er drüber oder darunter sein? Darunter.
Er muss unter dem Kursniveau sein, damit das Geld gibt. Das heißt, alles, was hier oben ist, ist uns jetzt hier erstmal egal. Wir gehen jetzt hier unten runter und suchen jetzt hier andersrum als bei den Cars, suchen wir von oben nach unten die größten Positionen. Weil dann können wir sagen, der Markt müsste darüber schließen, um diese Position nicht ins Geld kommen zu lassen. So, da haben wir hier fette Batzen, 12.000, 14.000. Dann haben wir hier unten 23.000. Dann können wir aus Spaß gucken, wo die hier liegen. 17.000, 13.000, 21.000. Also hier sind schon ein paar Prachtstücke drin. 20.000, 10.000, 10.000, 20.000, alles nett. Aber dann müsste der Markt wirklich darunter schließen, damit die im Geld auslaufen. Und das macht er nicht. Deswegen kommt er wahrscheinlich auch gerade so hoch halt, ne? Die ganzen Shorts da eben noch mal ein bisschen rauszulassen. So, die 23.000 hier, warten Sie, jetzt bin ich verrutscht. 23.000 ist auf der 12.000. Das heißt, wenn der Markt unterhalb von 12.000 abrechnet, würden die 23.000 im Geld abrechnen. So, also kann das zum Beispiel anhand dessen hier sein, weil ja hier die 1.700 sind, dass der Markt vielleicht gar nicht deutlich unter der 12.000 abrechnet dann am Ende, weil ja dann die ganzen Puts im Geld sind und nur 10.000 im Long rausgehen würden. Hier aber bei 12.050 weniger Puts sind, aber ganz viele Longs gewesen sind, ne? Und damit könnte man zum Beispiel sagen, nee, warte mal, aus den Calls heraus haben wir gesagt, unterhalb von 12.000 abrechnen. Nehmen wir jetzt aber die 23.000 Stück dazu, müssten wir sagen, vielleicht sogar relativ knapp über der 12.000. Dann würden die nämlich wertlos verfallen. Die Calls, die auf 12.000 liegen, die würden nur mit ganz minimalem Gewinn abrechnen. Und alles, was dann darüber auf den Calls liegt, ne, diese fette Position auf 12.50, die würde wertlos verfallen. Ne, das heißt, hier hätte relativ viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen, aber auch hier oben müssen wir sagen, hier liegt auch nochmal ein Batzen, der gutes Geld abwirft und der ist bei 13.100, 13.200. So, auch hier könnte man jetzt sagen, okay, die Stillhalter hätten gegebenenfalls noch ein Interesse, auch diese Position nicht ins Geld kommen zu lassen. Damit die Position wertlos abrechnen, müsste der Markt über 13.200 am Freitag schließen. Ja, so. Und haben Sie nun Salat? Was machen Sie damit? Na? Sagen Sie jetzt über 13.200, nehmen Sie die 12.000, Sie entscheiden sich für eins und wahrscheinlich genau fürs Falsche. Ja, also deswegen, ich mache es nicht mehr gerne, ich zeige es auch gar nicht mehr gerne, weil ich immer sehe, dass die Leute dann viel zu überzeugt damit umgehen. Sie können es mit angucken, es ist ganz interessant, ich zeige es gerne, es interessiert die Leute, also ich zeige es nicht mehr gerne, aber es interessiert trotzdem die Leute, deswegen zeige ich es Ihnen, weil sich der eine oder andere auch mal freut, das mal so zu sehen und nicht bloß immer diese komischen Diagramme, wo keiner versteht, wo die herkommen. Also so kommen sie wirklich an die Daten und können das für sich nutzen, so und für sich ausnutzen. Das heißt natürlich auch, rein aus der Verfallstagsauswertung sollte der DAX jetzt richtig anfangen, nach oben zu treiben, denn rein aus Verfallssicht her müsste man davon ausgehen, dass er vielleicht sogar über die 13.200 rennen kann halt, ne? Man kann jetzt noch hingehen und kann das noch gewichten übereinander und dann sagen, okay, hier liegt irgendwo ein Optimum. Es ist aber halt auch nur die halbe Miete. Weil wenn Sie es ganz richtig machen wollen würden, müssen Sie auch noch gucken, wann haben denn die Leute, die die Option gekauft haben, denn tatsächlich gekauft. Das heißt, welchen Einstieg haben denn die? Sind die im Plus, sind die im Minus und so weiter? Das sehen Sie jetzt hier so nicht raus. Ja, und deswegen, da ist auch außerhalb von dem, was hier passiert, gibt es auch so viel, was OTC, also außerbörslich dann noch gehandelt wird, was unter den Banken an Absicherungsgeschäften gemacht wird, ne? Wo die sich einfach mit Absicht, das sehen sie nicht. Da passiert so viel noch in der dunklen Ecke, sodass man hier schon wirklich ein bisschen vorsichtig mit umgehen muss. Man kann es als Orientierung mit rannehmen. Es ist immer mal wieder interessant zu sehen, auch die 12.000, die wird zum Verfall jetzt wahrscheinlich dann öfter auch mal wieder ein bisschen angespielt werden. Aber ja, das, also ich. Wir machen dann Cut, ne, um Ihnen das so zu zeigen. So, zwischenzeitlich haben wir jetzt auch einen Tagesschluss schon im DAX bekommen. Reingekommen sind wir hier um die 12.280, waren in der Nacht schon deutlich höher. Also als ich früh aufgewacht bin, stand der DAX bei 12.330, 12.320. Von daher muss ich sagen, viel nach oben hat er gar nicht geschafft, ne? Nach unten raus. Hat da gut Tempo reingebracht. 12.170, 12.150, das war von oben die Rücklaufmarke. Haben wir, glaube ich, gestern sogar so benannt. Ne? Wenn ein Aufwärtsgap reinkommt, 12.150, 12.170, zumindest im Premium-Dienst hat man es auf jeden Fall geschrieben. Ne? 12.150, 12.170, die wird von oben Unterstützung, gute Unterstützung. Die hat er gehalten, dann ist er wieder hoch, deutlich hoch auch. Hat dann richtig sich an der 400 verkämpft. Also da hat man deutlich gesehen, dass da wirklich Druck reinkam.
Und im zweiten Versuch, als er dann nochmal versucht hat, die 400 zu überwinden, gab es auch richtig eins auf die Nase. Also da hat man ihn wirklich verhauen. Und das ist jetzt wieder so der Punkt, wo ich sage, das ist ein Schwächeanfall einfach, ne? Das ist ein deutliches Abreißen nach unten. Das ist viel Gewalt, die da reingekommen ist nach unten. Weswegen ich hier ein bisschen vorsichtig jetzt bin mit dem DAX. Also mir persönlich war das zu viel Gereiser, ne? Dafür, dass ja der so unglaublich stark dahergeredet wird und man so viel unheimlich Gewicht den Notenbanken gibt, muss man schon sagen. Also wir sind von da oben auch gute 1500 Punkte einfach mal aus dem Nichts wieder nach unten weggeschossen. Also was heißt aus dem Nichts war es jetzt nicht, ne? Es ist aus unserer Verkaufszone raus, aber das geht halt immer nicht alles in eine Richtung, ne? Und das hat mir schon ein bisschen gezeigt, dass da die Unsicherheit, die Stabilität nicht ganz da war. Der hat sein Niveau gut gehalten und hat sich gut von der 12.150 wieder hoch. Aber wie viel die hier weggedrückt haben, das macht mir ein bisschen für den Mittwoch Sorge, dass der wieder umkippt halt, ne? Also insbesondere wenn hier drunter geht. Und so würde ich jetzt auch die Analyse tatsächlich hier fahren wollen. Wir hatten ja zum Dienstag gesagt, wenn er hier oben dreht, dann nach unten. Wenn er aber per Aufwärtsgap hochgeht, dann wird er weiter durchgehen. Dann wird er die 370, wird er die 460 anlaufen. So war ja die gestrige Analyse. Das ist im Grunde passiert, auch wenn nicht schön. Ja, Sie erinnern sich, ich habe vor uns gesagt, das ist ein Tag gewesen, wo viele sicher sich ärgern und weggeschmissen haben. Halt, brauchen wir gar nicht, können wir so, oder wir machen es einfach so. Nehmen das jetzt hier einfach nach unten. Das, was gestern der Long Trigger war, ist jetzt heute der Short Trigger. Sollte unser DAX unterhalb von, ja, ich sag mal 12.170, 12.200, kann ich schon nehmen, 12.170, 12.900, nein, 12.150, 12.170 wegtauchen, hier reichen eigentlich schon schöne Stundenkurse unter 200, das kann schon lostriggern. Dann wäre hier Gap Close zu machen um die 12.78 rum, rechnen Sie vielleicht mal 12.50, 12.40, 12.40 eher noch, 12.40, 12.80. Der ein oder andere im Premium-Dienst wird sich wundern. Wir hatten da die 12.100 mit angeführt. Nein, das möchte ich jetzt zurücknehmen. 12.80 bis 12.40 wäre dann das erste Ziel und das zweite dann hier unten die 11.900, wenn unser DAX zum Mittwoch in die Schwäche reinrutscht. Rutscht er nicht in die Schwäche rein, dann gilt erstmal weiter nach oben. Allerdings muss man schon sagen, das würde er nicht noch ein zweites Mal hinkriegen. So stark aus dem Bereich nach unten wegzudrücken, das würde er nicht noch mal hinkriegen. Das heißt, wenn er sich nach oben raus reaktiviert, wenn er hier guten Schwung rauskriegt nach oben, muss man davon ausgehen, dass er gleich noch die nächsten Niveaus platt macht. Und da würde ich wirklich hier mal in die Richtung um 12.700, 12.96 zeigen. Man muss am Gap Close ein bisschen aufpassen. Die 12.500 kann da reagieren, aber das würde das Bild auch komisch machen. Also, wie, weiß nicht. Wir machen jetzt erstmal hier die 12.640 rein, 12.690, 700. Jetzt haben sie ein bisschen im Visier. Und dann müssen wir einfach warten, bis wieder Schwäche reinkommt und der abkippt. Momentan drückt er schon gut halt, ne? Der hat es schon stark verteidigt hier, sein Niveau, sein Kursniveau. Auch wenn er es nur verteidigt hat und nicht mehr geschafft hat. Aber er hat es verteidigt bekommen. Und das war ein gutes Aufwärtsgap. Das war schon allerhand. Ja, das ist ihm beim Abwärtsgap nicht gelungen, das so zu halten, wie er das Aufwärtsgap gehalten hat. Also Schwächeanfall hin oder her, der muss nach unten jetzt bestätigen. Ne, kippt er hier unten weg, geht er mir hier unter das Niveau nochmal, ist er für mich wieder ein guter Short-Kandidat. Wir haben auch im Premium-Dienst hier oben jetzt eine Short-Order rausgelöscht. Da bin nicht mehr so optimistisch, dass es tatsächlich auch klappt. Und hätte jetzt hier eher mehr Sorge, dass er uns nach oben dann halt doch ein bisschen weiter durchrennt, als das jetzt vielleicht auf den ersten Blick denkbar wäre. Wir haben auch hier bei 9,25 noch ein offenes Gap. Also, na? Deswegen, wir gucken uns zum Mittwoch an, wo er kommt. Hier dazwischen ist jetzt erstmal eine Range, die er sich zum Dienstag gebaut hat. Das ist mein Short-Trigger. Und macht er neue Hochs, rechne ich damit, dass wir das Gap zukriegen bei 500. Und wenn er darüber noch Motivation zeigen kann, bestimmt auch dann an der 640, 600, 690, 700. Ja, okay, gut. Dann mache ich jetzt hiermit aus. Hoffe, Sie haben vielleicht auch mal was Neues gehört. Zumindest die Videos noch nicht lange gucken. Früher habe ich das schon mal ein paar Mal gezeigt mit diesen Optionen. Ja, ich wurde halt ganz oft gefragt. Deswegen, ich dachte mir, ich zeige es Ihnen nochmal. Da können Sie sich selber einfach einen Eindruck machen. Das ist manchmal einfach besser, wie wenn Sie nur eine Meinung hingeklatscht kriegen. Gucken Sie selber drauf. Entscheiden Sie für sich. Können Sie es nutzen oder nicht? Beobachten Sie es vielleicht einfach mal einen Verfall oder auch zwei Verfälle einfach mal nur beobachten. Ich kann Ihnen nur sagen, Verfallswochen sind immer biestische Wochen, die laufen immer anders.
Ne, die haben immer Bewegung drin, wo du dir nur an den Kopf greifen kannst. Verfallswochen sind häufig die Wochen, wo uns auch die meisten Leute im Premium-Dienst rauskündigen, mit der Begründung, sie haben keinen Bock mehr auf Trading. Ne, weil es immer wieder, Verfallswochen haben einfach eine andere Struktur, weil andere Interessen da sind. Leute haben Zwänge plötzlich, die sie den ganzen Monat nicht haben, aber die haben sie plötzlich in der Verfallswoche, weil noch Positionen gerade gerückt werden müssen. Und deswegen haben Verfallswochen immer einen anderen Touch einfach. Die laufen anders. Das ist einfach so. Ich persönlich handle zum Beispiel auch in Verfallswochen immer mit halbem Risiko. Immer. Ja, das habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen und ich sehe weiterhin keinen Grund, das irgendwo mal zurückzustellen. Ja, das ist für mich nach wie vor, es ist immer wieder das Gleiche. Ne? Be so komische Bewegungen hat man häufig eben nur in Verfallswochen. Also auch das, was man heute gesehen hat, das ist typisch Verfallswoche. Dieses Hin- und Hergeballer, dieses Rumgefeuer. Ne? Fahrt rausnehmen, nicht ganz so viel handeln. Mir hilft das in solchen Wochen viel, viel, viel mehr, als auf dieses Verfallsdiagramm zu gucken halt. Ne? Gut. Okay, dann machen wir hier aus. Ich wünsche Ihnen was, viel Erfolg, viel Spaß und wir hören uns morgen wieder. Tschö.